Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, und heute mal wieder ein bisschen Lego. Hatte ich jetzt eigentlich aber sehr selten in letzter Zeit. Und zwar habe ich endlich die 76188, das Batman Classic TV-Serien Batmobil. Und ja, das schauen wir uns jetzt an. Das ist die Box. So, sieht okay aus. Hier oben mit diesem Batman in der Ecke. Dann haben wir einmal hinten drauf ein Bild von dem Teil. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal die Bauanleitung an. Da haben wir sie. Typisch Lego. Nichts Besonderes. Leider auch, ja, es sind Aufkleber dabei. Ja, ist klar. Aber wir haben keine besonderen Bilder irgendwie von Adam West oder dem Original Batmobil, nur noch ein paar andere Geschichten. Das finde ich sehr schade, ist eine Standard-Lego-Anleitung. Und dann kommen wir zu dem Teil, was wirklich Beachtung verdient hat, wie ich finde. Ich finde es ein wunderschönes Modell, muss ich wirklich sagen. Es ist ein Kultobjekt, sorry, wenn da jetzt schon ein bisschen Staub drauf ist. Das steht hier schon ein paar Tage länger. Und ja, ich wollte es euch eigentlich schon lange zeigen, habe es aber immer noch nicht geschafft. Aber heute ist es dann endlich soweit, mal so ein bisschen Staub entfernen hier so. Und ja, ich finde es mega cool, aber wir gucken zuallererst auf die Minifiguren, weil das ist auch immer für mich ein wichtiger Part bei solchen Sets. Und da haben wir natürlich einmal Batman, und zwar die Adam West Version aus der alten TV-Serie. Ich finde es richtig cool, die Maske ist mega gut. Dann sein Cape und wir gucken uns einmal sein Gesicht an. Da haben wir ein zorniges und ein etwas lächelndes Gesicht, das ist auch völlig okay. Ich habe dieses Gesicht gewählt. Schönes Teil, die Batman-Figur, richtig cool. Und dann haben wir noch den Joker. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie der Darsteller heißt. Der hat dann halt so einen Haken dabei hier. Oder war der für Batman? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, der war für den Joker vorgesehen. Auch eine coole Figur. Ist ja dieser lustige Darsteller, der als Joker einen überschminkten Schnurrbart hatte. Das fand ich immer sehr, sehr ja, skurril irgendwie. Und auch da haben wir noch ein anderes Gesicht. Und ich glaube, man kann seinen Schnurrbart sogar hier ein bisschen erkennen. Na, komm, fokussieren. Ja, ich glaube, das soll den Schnurrbart darstellen. Ich finde es irgendwie mega, mega gut. Sehr coole Figur, wie ich finde. Dieser Classic Joker. Mal eine andere Variante als sonst. Ja, dann haben wir hier das Batmobil. Und was gefällt mir besonders gut an diesem Teil? Dass man es als Display-Set nutzen kann. Es ist irgendwie wie so ein kleines UCS-Set. Mit dieser Plakette hier ist natürlich ein Aufkleber, aber da haben wir so ein paar Daten. Das finde ich wirklich nett. Auch so ein Bild von Adam West und dieses alte Batman-Logo. Dann haben wir hier Aufkleber, da vorne ein Aufkleber. Da ein Aufkleber und diese kleinen Teile sind tatsächlich mal bedruckt hier. Das sind keine Aufkleber. Das sieht wirklich gut aus. Man kann, ich habe sie jetzt hier nicht dabei, weil ich hasse Stud-Shooter. Die gehen gar nicht. Die kann man hier noch draufbauen. Aber ich bin Sammler. Was soll ich mit Stud-Shootern? Ich spiele mit dem Ding nicht. Ich möchte die Variante haben, dass es wie ein Batmobil aussieht. Und das ist so gegeben. So, jetzt könnt ihr das Auto natürlich von diesem Ständer abnehmen. Hier ist ein Drehteller, auch das ist cool. Und dann könnt ihr diesen Ständer hier so zur Seite packen und könnt das Batmobil auch fahren lassen. Und das tut es ziemlich gut. Wir schauen einmal hier rein. Das sind natürlich auch Sticker, die wir da wieder haben innen drin. Dann haben wir das rote Telefon, dieses typische, wo Batman immer seine Anrufe vom Commissioner kriegt und all den Kram. Sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Und hier hinten haben wir noch einen Kofferraum. Ja, da kann man das natürlich wieder sagen, oh mein Gott, da sieht man ja ein bisschen gelb und rot und was sehe ich, aber es ist auch gelb und rot. Ja, bei Batman mit dabei, demnach finde ich es nicht so schlimm. Aber naja, man hätte es anders machen können, ist bei Lego mal wieder nicht der Fall. Das, was man nicht sieht, ist dann in komischen Farben. Hier hinten haben wir noch ja, kleine Sticker leider drauf an diesen komischen, was sind das, sollen das die Lampen sein da hinten? Ich weiß es gar nicht. Ne, die Lampen sind hier. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
Ich habe die Klassik-Serie lange, lange, lange nicht gesehen. So sieht das Ganze von unten drunter aus. Auch da haben wir wunderschöne gelbe Steine, aber wenigstens haben sie gelb gewählt. Das passt ja wenigstens zum Batman-Symbol. Deswegen kann ich damit auch noch leben. Hier steckt ihr den Ständer rein, wo das Ding drauf stehen kann. Und dann ist das wirklich, wie ich finde, ein richtig rundum gelungenes Set. Jetzt können wir natürlich noch den Batman nehmen und den hier reinsetzen. Ich mache es jetzt mal mit Umhang nach oben, damit er nicht knickt. Und dann habt ihr da Batman in seinem Auto, der dann auf Verbrecherjagd gehen kann. Was ich hier jetzt wirklich eine, ja, Schande wirklich finde, ist, das Set war jetzt nicht billig. Es hat 40, 38 € gekostet. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Na, nun komm raus. Es war nicht günstig. Da hätte ich mir jetzt echt ein wenig gewünscht, dass wir da, ja, Robin, noch dazu bekommen hätten. Das hätte mich wirklich sehr gefreut. Weil das muss man wirklich sagen, also eine Robin-Figur wäre da noch mit drin gewesen. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das nicht gemacht haben. Ja, was soll man sagen? Das Typische bei Lego, immer wenig Aufwand, viel Geld. Obwohl das Set hier wirklich echt schön ist und ich es jedem Fan ans Herz legen kann. Man bekommt es leider momentan echt schwierig, nur bei Lego im Online-Shop direkt. Ich weiß nicht, ob es das momentan bei Amazon gibt. Sollte es das irgendwie da geben, verlinke ich euch das natürlich. Aber ich bin mir nicht sicher. Es ist wirklich echt schwer zu bekommen. Und wenn, dann auch bei Amazon wahrscheinlich für horrende Preise. Also ich weiß nicht, ob es im Lego-Shop noch verfügbar ist. Könnt ihr gerne da vorbeischauen. Da habe ich es mir geholt. Das ist wirklich echt, ja, ein cooles Set. Für alle Batman-Fans, denke ich mal, definitiv ein Must-Have. Das Auto ist Kult und es sieht wirklich schön aus und ist echt richtig schön gebaut. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Schönes Set. Toll umgesetzt, muss man ganz klar sagen. Ja, was bleibt mir noch weiteres zu sagen? Es war eigentlich diesmal ein kurzes Video. Demnächst kommt ein Video auch, ja, es ist wieder Lego. Es ist ein bisschen echt eine Lego-Woche. Ich baue nämlich gerade am Landspeeder, bevor ich zu diesem großen Helicarrier übergehe, den ich habe, den ich bei Bavaria geholt habe. Da geht es bald weiter. Aber jetzt gibt es erstmal nochmal Lego. Und zwar habe ich mir den Landspeeder gekauft. Und da habe ich jetzt schon echt viele Videos gesehen. Und auch viele Videos, die mich echt angenervt haben, wo dann wieder über die Farbseuche rumgejammert wird und all sowas. Ja, es ist natürlich, es sind viele Farben in dem Landspeeder, ja, dazu demnächst mehr. Aber am Ende sieht man sie nicht. Und ja, wir reden da demnächst drüber, was ich von manchen Videos so halte. Gibt ja so einige Kanäle, die jetzt da auch hochkommen, die in die Kerbe des Helden schlagen. Und ehrlich gesagt, mich nervt es ein wenig. Weil ich meine, wenn man es nicht haben will, kauft es nicht. Mein Gott, kauft es nicht, wenn euch irgendwas stört. Wenn ihr coole, geniale Steine haben wollt, dann kauft euch Mold King. Da habt ihr coole Farben. So, bang. Also, gut, das nur mal so vorab. Und ja, jetzt bleibt nichts anderes zu sagen, als lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und lasst einen Kommentar da, was ihr von dem coolen Ding hier haltet. Also, dann die Noppensteinstube sagt Tschüss.